Ja, es ist auch ein sehr schönes Bild gerade übrigens. King's Mouse, anstatt dann steht normalerweise ahead, also voraus, und dann steht jetzt da, hat einer drüber geschmiert, dead, also tot. Wow. Ja, könnt euch vorstellen, worauf es hier womöglich ankommen wird. Ein U! Mitnehmen! Wunderbar, wunderbar! Wir laufen vorwärts. Wir sprinten hier runter. Dank der Minikarte, die manchmal ein bisschen irritierend ist. Schon wieder eine Cutscene. Oh, don't worry, kid. You haven't gone back in time. I just happen to be the last of the cowboys. Got your southern welcome right here. Ich übergehe das jetzt mal gerade, weil wir wollen ja nicht jede einzelne Cutscene hier mitkriegen, die jetzt total interessant ist. Ich meine, ne? Aber ich bin, um das kurz zu machen, der Typ, weil das habe ich schon so oft jetzt gehört. Er sagt uns nur sowas wie, ja, ich bin hier ein fieser Amerikaner und ich habe Knarren und trotzdem, hier muss was passieren und ich passe auf dich auf und wenn du machst Blödsinn hier und bla 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 bla. Lange so kurzer Sinn. Wir sollen uns nützlich machen und vielleicht sein Lager von. Ah, natürlich kriegen wir eine Cutscene wieder. For a Fistful of Zombies. Danke, reicht. Ja, ich unterbreche ihn jetzt einfach, weil es ist zwar sehr stylisch, was er sagt, aber mal im Ernst, ich will jetzt nicht. Ich sag mal, die komplette, alle roten Quests sozusagen hier, ne? Wie Fistful of Zombies, eine rot markierte Quest hier. Oder würde man in der Regel fast immer so eine Cutscene präsentiert bekommen? Ob das jetzt jeder Charakter ist oder ob das irgendwelche Aufnahmen sind, die man findet oder irgendwie sowas wird in der Regel dann kommen. Ich sehe da hinten auch schon diverse Zombies, in dem irgendwelchen Auto rumhantieren, aber ja. Apropos, hier hinten ist noch ein U, das weiß ich. So. Ich meine, es ist sehr stylisch, wie er redet und so und macht und tut, aber er erzählt jetzt nichts wirklich Wichtiges leider. Muss man leider so sagen. Und ich, wie gesagt, ich habe es ein paar Mal gehört und für Leute, die anfangen wollen zu spielen, wollen sich jetzt vielleicht nicht unbedingt spoilern lassen, wie cool er seine Sätze formuliert. Deswegen, nee, lassen wir es einfach mal so stehen. Und wir haben jetzt von ihm eine Mission gekriegt. Wie gesagt, sechs Zombies mal einfach so wegnatzen. Also das machen wir einfach mal. Weil wir es können. Und wenn wir es getan haben und noch ein paar AP unten in der Ecke verdient haben, die nämlich uns die ganze Zeit entgegenblinken, werde ich auch da mal ein bisschen drauf eingehen. Nämlich darauf, wenn die eine oder andere Version jetzt gewartet haben. Junge, erzähl uns endlich, wie das Spiel funktioniert. Oh, jetzt habe ich den Typen erschossen, bevor ich meinen Combo benutzen konnte. Jetzt aber, komm. Verdammt! So. Die drei Zeichen vor dem Namen heißen übrigens, dass es Gruppengegner sind. Und das ist eigentlich Loot, womit man auch was basteln kann. Mann, es gibt auch ein Crafting-System tatsächlich in diesem Spiel. Was im ersten Moment gar nicht so großartig aussieht, was aber fast wahnsinnig gut gemacht ist. Es ist fast wie Minecraft. Und ich übertreibe da nicht mal. Das ist tatsächlich fast wie Minecraft. So, wir haben jetzt drei Zombies. Ah, wir wollen noch ein paar Zombies erschießen. Ah, Zombies. Zombies. Ah. Zombies? Ah, da hinten. Ja, der hat drei Zeichen, drei Punkte davor. Das heißt, man ist ein Gruppengegner. Nicht, dass es drei Typen sind, aber es ist einfach ein Gruppengegner. Und ich habe wieder es verpasst, den Gruppenangriff zu nutzen. Jetzt. Weil, wie gesagt, wenn der Typ leider tot ist, es ist nicht mehr im Brotgewehr. Ich kann nicht auf allen Typen diese Ressourcen ansammeln. Das funktioniert leider so nicht. So, und jetzt soll ich auf dem Auto springen, damit Zombies angelockt werden. Okay. Und jetzt soll ich Zombies, die mich jetzt umbringen wollen. Ah! Ah, nein, geht weg. Da habe ich Cooldown auf der Waffe, auf dem Skill. Das ist jetzt doof. Uäh. Man hätte das auch viel geschickter machen können. Wenn ihr sagt, Mann, du spielst so scheiße. Ja, ich wollte eigentlich was völlig anderes gerade zeigen. Deswegen hat das gerade überhaupt nicht hingehauen. Aber ist ja nicht so, dass ich in Gefahr gewesen wäre, in irgendeiner Art und Weise. Aber jetzt, okay, wir stellen uns mal wieder hier vorne hin. Die Quest wird jetzt immer so weitergehen. Man kriegt mit einem roten Pfeil auch immer gezeigt, was man da machen soll. Es steht auch hier immer alles schön. Man kann auch hier das schön das Questfenster mal aufreißen und das alles ein bisschen hier in die Länge ziehen oder alles ein bisschen schöner genau nochmal durchlesen. Und falls es eine wichtige Information war, weiter vorne, solche Bilder oder so, die man nachlesen muss, sind alle hier gespeichert, alles kein Problem. Und am Ende kriegt man richtig viel Erfahrung. So, jetzt aber mal ein bisschen zu anderen Sachen. Denn hier unten sind ja die lustigen Balken, die ihr seht. Einmal ein blauer Balken im Hintergrund und ein gelber Balken im Vordergrund. Wenn der gelbe Balken immer so ein Drittel sozusagen des Bildschirms von dieser Zeile erreicht hat, kriegt man eine AP. Und so wie ich es verstanden habe, wenn ich mich gerade nicht völlig vergucke, sobald SPM entweder einmal ganz durchgelaufen ist oder hier. Warte mal, ich muss das mal gerade ausprobieren. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich gleich nicht einen SP kriegen würde. Deswegen. Zombie. Warte mal, wir zeigen das mal ganz kurz. Ganz kurz, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Lauf bitte.
Gut. Han, So. So, wir machen was Trickreiches. Wir sollen jetzt 6 Zombies abfackeln. Oh, ich dachte, wir laufen hinter mir her. Wir lassen dieses Ding explodieren. Was nichts anderes ist als ein Benzinkanister. Ups, wir springen aufs Auto, was ja die Zombies wieder anlocken wird. Und wir versuchen nicht unbedingt ins Feuer reinzulaufen, aber die anderen reinzulocken, die alle abgefackelt werden. Ich laufe 3 plus. Ja, erwischt. Nein, es fehlt einer. Was ist doof? So, jetzt mal so. Ah, ich springe kurz durch. Hab jetzt alle erwischt. Nein, hat nicht geklappt. Nee, doch, hat geklappt. Ausgeteilt. Dann nehmen wir uns hier Ziele vor, weil die fast tot sind. Und sind alle abgefackelt. Und ich brenne selber auch noch. Hilfe, ich brenne! Das ist aber kein Problem. Der Debuff ist gleich weg, dass wir beim Brennen sind. Und die Sache gut. Packen wir das Wäffelchen nochmal weg. So, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte ist... okay, das ist weiter vorne gegangen. Ne, ich hatte jetzt gedacht, vielleicht kriegt man nochmal hier... Weil ich dachte jetzt, dieser Strich, der hier eben zu sehen war, der wäre jetzt... dann, wenn man nochmal einen neuen... SP-Punkt kriegt, aber wirklich, schauen wir es wirklich so, dieser SP-Balken muss einmal ganz durchlaufen, damit man hier 9 SP kriegt. So, und jetzt gleich zeige ich, wofür diese Punkte überhaupt sind, bevor Leute noch wahnsinnig werden und sagen, Junge, erzähl endlich, was das ist. So, jetzt kommen wir dazu.